Heute bei Familie Jansen. So, jetzt ab ins Bett, Greta. Mama, darf ich nicht aufbleiben? Ich will den Nikolaus so gern sehen und ihn erzählen, was ich zu Weihnachten wünsche. Nein, Greta, du musst jetzt schlafen, weil der Nikolaus erst kommt, wenn du schläfst. Und für deine Wünsche machen wir einen Wunschzettel. Mensch, Kinder, morgen ist ja schon Nikolaus. Ja, Papa, hast du das irgendwie vergessen? Naja, nicht wirklich vergessen, aber irgendwie nicht dran gedacht. Und wir haben die Stiefel schon längst sauer geputzt und auch hinter der Tür gestellt. Anna auch? Natürlich. Was der Nikolaus mir dieses Jahr bringt? Ich bin schon so gespannt. Vielleicht etwas vom Bibi Blocksberg. Ich mag nämlich die Hexe Bibi. Und wir haben sogar Kekse für den Nikolaus gebacken und stellen sie mit vor die Tür. Und auch was zum Trinken. Ja, falls er Durst hat. Mensch, ihr seid ja bestens vorbereitet. Da wird sich der Nikolaus sicherlich freuen. Habt ihr denn für mich auch ein paar Kekse? Na klar, wir haben ganz viele. Ja doch, Bello, es gibt gleich Essen für dich. Komm, Greta, lass uns den Teller mit den Keksen rausstellen. Ja, gut. Kannst du die Milch kragen? Ich krage nämlich die Teller. Sonst verkippe ich sie. Mach ich, Greta. Anna? Ja? Gibt es den Nikolaus wirklich? Natürlich gibt es den, Greta. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Die Luft siehst du ja auch nicht und es gibt sie trotzdem. Genauso ist es mit dem Nikolaus. Meinst du, wir kriegen viele Geschenke? Bei den leckeren Keksen bestimmt. So, jetzt ab ins Bett, Greta. Mama, darf ich nicht aufbleiben? Ich will den Nikolaus so gern sehen und ihn erzählen, was ich zu Weihnachten wünsche. Nein, Greta, du musst jetzt schlafen, weil der Nikolaus erst kommt, wenn du schläfst. Und für deine Wünsche machen wir einen Wunschzettel. Und warum kommt der Nikolaus erst, wenn ich schlafe? Weil der Nikolaus immer nachts kommt. Kann er etwa nachts besser sehen? Ich glaube eher, dass er nachts kommt, weil die Kinder da schlafen. Wenn die Kinder wach wären, würden sie dem Nikolaus so viele Fragen stellen und ihm so viel erzählen, dass er nicht schnell von Haus zu Haus kommen würde. Und es sind viele Kinder, die vom Nikolaus beschenkt werden. Schade. Aber vielleicht wache ich ja nachts aus und kann ihn aus mein Fenster sehen. Vielleicht, wer weiß. Gute Nacht, Greta. Gute Nacht, Anna. Oh Mann, hab ich einen Durst. Ich geh erstmal in die Küche mir was zu trinken holen. Gustav, nicht so schnell, wir haben Zeit! Da wären wir. Hier wohnt die Familie Jansen mit den Mädchen Anna und Greta. Aus! Bello, da ist doch niemand. Mensch, ich will mir nur was zu trinken holen. So, was haben wir denn hier für Greta und Anna? Ah, da haben wir es ja. Hey, Gustav, was tust du da? Nanu, was ist denn da draußen los? So mitten in der Nacht. Ich geh lieber mal nachschauen. Gustav, du hast nicht im Ernst alle Kekse aufgegessen und mir keinen einzigen übergelassen. Ich mag doch auch so gerne Kekse. Du bist ein gefräßiges Rentier und die Milch hast du umgekippt. Was für eine Sauerei. Ach, der Nikolaus. Oh, waren wir etwa zu laut? Das tut uns leid. Hoffentlich sind die Kinder nicht aufgewacht. Nein, keine Sorge. Aber was ist hier los? Ach, ich habe nur ein gefräßiges Rentier. Sonst nichts. Hat es etwa alle Kekse aufgegessen? Ja, das sieht leider so aus. Dabei knurrt mir der Magen. Wir haben noch mehr Kekse. Ich hol schnell noch welche. Gustav und wir beide reden zu Hause noch ein ernsthaftes Wörtchen miteinander. Hier, die sind für die Weiterfahrt. Zum Mitnehmen sozusagen. Oh, danke. Gustav, die esse ich jetzt aber. Naja, vielleicht gebe ich dir einen kleinen Keks ab. Nikolaus? Ja, du hast da was vergessen. Ja, natürlich. Ich werde auch immer vergesslicher mit den Jahren. Wie konnte mir das nur passieren? Moment. Na, da werden die beiden sich ja morgen freuen. Meine Arbeit ist nun getan. Ich muss jetzt weiter. Tschüss, Nikolaus. Tschüss, bis zum nächsten Jahr. Danny!
Nikolaus war da! Juhu! Oh cool, die Bilou-Box, die wollte ich unbedingt haben. Und ich habe ein Freundbuch von Bibi Blocksberg. Das ist so toll, juhu! Da können sich alle meine Freunde in den Kindergarten reinschreiben. Und Gummibärchen haben wir auch bekommen. Und guck mal, Greta, die Kekse sind aufgegessen. Ja, also da gibt es den Nikolaus doch in echt. Sag mal, Peter, weißt du, wo die Lieblingsdose von Greta hin ist? Meinst du etwa die mit den Keksen drauf? Ja, die meine ich. Keine Ahnung. Vielleicht jetzt schon auf dem Nordpol? Haha, sehr lustig. Muss ich wohl eine andere nehmen. Psst, Kinder, nicht verraten. Das bleibt unser Geheimnis. Wenn uns eure Video gefallen hat, dann abonniert uns. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Dankeschön, Greta.